Gut, von daher würde ich dann sagen, gehen wir zurück in das Hotelzimmer, um den nächsten Teil des Rätsels anzugehen. Würde ich sagen. Kann man mit dir? Nein. Wie immer nicht. Wie immer nicht. Kennen wir nicht anders. So. Gabriel ist ein richtiger Langschläfer heute, oder? Also das ist auffällig. Ich muss mir mal das Headset zurechtsetzen. Momentchen. Eieiei. So. Entschuldigung. Aber es war jetzt etwas krumm. Ja. Auf zu Sydney. Ich weiß gar nicht. Hatten wir alles eingescannt? Ja, soweit denke ich schon. Wir sollten mal den nächsten Vers lesen. Le Serpent Rouge, die Jungfrau. 16 bilden das Zentrum und das Zentrum bildet 16. Ich bete zum heiligen Paulus um die Richtung und er antwortet mit einer einfachen Geste. Hier ist die Rekonstruktion, die so viele edle Geister beschäftigt hat. Ich schlage zur Sicherheit im Buch des Einsiedlers nach. Die Zahlen, die ich finde, bestätigen die Wahrheit. Welch seltsames Geheimnis ist im neuen Tempel von Salomo verborgen, der von den Kindern des heiligen Vincentius erbaut wurde? Vincentius. Vincentius. Das sollten wir vielleicht auch erstmal, ja, erstmal, hoppala, erstmal drüber nachdenken. In der Jungfrau steht, 16 bilden das Zentrum. Jede Reihe und Säule des Gitters besteht aus 8 Quadraten, also meint Jungfrau wahrscheinlich die beiden mittleren Reihen oder Säulen. Der heilige Paulus zeigt die Richtung mit einer einfachen Bewegung. Wo habe ich gerade den heiligen Paulus gesehen? Ich suche jetzt erstmal nach Vincentius. 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 Ich verschreibe mich gern, deswegen gucke ich nochmal kurz. Vincentius. Doch. Kennt er nicht. Okay, dann gehen wir direkt auf die Karte. Und überlegen mal. In der Jungfrau steht, 16 bilden das Zentrum. Jede Reihe und Säule des Gitters besteht aus 8 Quadraten, also meint Jungfrau wahrscheinlich die beiden mittleren Reihen oder Säulen. Der heilige Paulus zeigt die Richtung mit einer einfachen Bewegung. Wo habe ich gerade den heiligen Paulus gesehen? Also der heilige Paulus, den kann ich gerade nicht zuordnen, aber die Richtung wird auf jeden Fall zu Poissons Grab gehen, würde ich denken. Also alles andere finde ich seltsam. Die Frage ist jetzt tatsächlich. Wir müssen den Tempel hier abtrennen. Das ist offensichtlich. Das waren, ich habe es mir hier notiert, Moment, 120 Ellen Länge und 30 Ellen Breite. 120 durch 30 ist 4 zu 1. 4 zu 1. Das müsste dann ja so sein, dass wir hier, ich weiß natürlich nicht, ob das reicht. Probieren wir es mal. Also die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, es müsste hier ein Punkt sein. Und hier. Und hier. Und hier, wenn ich mich nicht ganz vertue. Das müsste dann der Grundriss vom Tempel sein? Es entspricht dem Schatten auf Wilkes seismischer Karte. Ja, stimmt, das war ja auch noch. Das war ja auch noch, stimmt. Der hatte ja diese Aufnahme von diesem Hohlraum. Und der deckt sich jetzt hier, also da könnte der Tempel sein. Und jetzt wird's richtig spannend. Ich denke mal, wir sind schon wieder beim nächsten Vers. Waage. Nein, erst lesen bitte.
Und immer noch ist meine Aufgabe nicht erfüllt. Noch blockiert ein Teil des Vorhangs das Licht. Etwas muss die Nachrichten vollenden. Etwas, das uns Zugang zum Abgrund verschafft. Wahres und Falsches widerstreiten in meinem Kopf, bis ich ihre Botschaft höre. Es ist die Zahl unseres Patrons des Himmelreisenden und eines berühmten Siegels. Nun ist mir die Seele der Materie ersichtlich. An der Kreuzung der vielen lege ich einen starren Arm nieder und die anderen scharen sich um die Krone wie Juwelen. Endlich ist die Königin für ihre Krönung gewandet. Okay. Also das Zeichen, wie die Zahl unseres Patrons und das berühmte Siegel. Der Siegel des Patrons, das Siegel Salomo, das war doch der Stern. Moment, hier konnte man doch Figuren benutzen. Das war's doch du. Jetzt müssten wir nur mal versuchen. Ich möchte dich eigentlich größer ziehen. Der muss ja dann in den Kreis passen. Nur ein Ticken größer. So. Jetzt ist nur die Frage der Ausrichtung. Ich lege einen starren Arm nieder und der Rest schart sich um die Krone wie Juwelen. Ja, das ist es. Da hatten wir mal wieder recht. Hoffe ich. Offensichtlich. Tag 3. 10 bis 12 Uhr. Du bist schon auf? Ja, irgendwie unvermeidlich. Schon gefrühstückt? Nein, aber ich denke, ich gehe runter. Ich meine, während du duschst und so. Ich gehe dir aus dem Weg damit. Hallo? Hallo? Ist hier jemand gestorben? Hey, Maus. Ja, hi. Was gibt's? Bin ich der Einzige, der diese komische Trauermusik hört? Was ist? Danach wollte ich gerade fragen. Wo hast du es gefunden? Unser Freund Larry Chester hat es gestern Nacht vergraben. Oder sollte ich sagen, Larry Sinclair? Sinclair, hä? Bastard. Es geht um die Blutlinie der Stuarts. Hast du es gelesen? Nur überflogen. Ich habe an der Schatzkarte gearbeitet. Oh. Also würdest du es bitte lesen? Ich muss herausfinden, warum Sinclair gelogen hat und warum er sich gestern Nacht gemüßigt fühlte, Pirat zu spielen. Ich kann's ja für dich lesen. Ich meine, falls du mit der Karte schon genug zu tun hast. Das macht Grace. Warum zum Teufel interessiert dich das eigentlich so? Ich will dir doch nur helfen. Gott, gut, dann gehe ich eben wieder. Warte. Grace, ich werde später duschen. Also hast du, weißt schon, das Zimmer ganz für dich allein? Gott, krieg dich wieder ein, Neid. Bäh. Schlechte Stimmung. Sehr mein schlechte Gott, Stimmung. Du Schwachkopf, ich will hoffen, dass sich meine Befürchtungen nicht bestätigen. Ach, shit, ich gehe auf mein Zimmer. Du kannst ja später vorbeikommen, wenn du drüber reden willst. Nanu? Was machen die denn da drin? Lauschen. Ich sage dir, Jean, etwas stimmt nicht. Ich kann es fühlen. Vielleicht hat Monsieur Wilkes die Nacht bei einem anderen Gast verbracht. Nein, Mademoiselle Butans Zimmer habe ich bereits gereinigt. Und wo sonst könnte er gewesen sein? Die junge Frau aus Amerika wohnt bei ihrem Boss. Und was Lady Howard und Estelle angeht... Genug, Roxanne. Schließ die Tür ab und berühre nichts. Wir sehen weiter, wenn Monsieur Wilkes zurück ist. Oui, Jean. Geh mal weg, ehe du da überrumpelt wirst. Ups. Naja, da darfst du ja stehen. Bonjour.
Wo steckst du den Schlüssel hin? Was ist denn das für ein Gang? Jetzt mal ernsthaft. Oh mein Gott. Okay, wir gehen erstmal nach unten und reden mit Jean über Monsieur Wilkes. Wenn es denn geht. Alles okay, Jean. Roxanne schien irgendwie nervös zu sein. Oh, das hat nichts zu sagen. Roxanne, sie ist très jolie, aber sie nicht hat sehr viel in die Oberstübchen, wie? Sie hat immer nur diese komische Gefühl. Was soll man da machen? Was für ein Gefühl? Sie sagt, die Zimmer von Monsieur Wilkes ist nicht wie an die normale Tag, wie? Etwas mit die Zahnbürst, etwas mit der Bett. Wer weiß, woher Frauen bekommen solche Ideen. Haben Sie Monsieur Wilkens heute Morgen zufälligerweise schon gesehen? Nein, habe ich nicht. Ah, noch immer nicht. Aber ich bin mir sicher, dass er wird bald auftauchen, oui? Wilkes ist scheinbar nicht in seinem Zimmer gewesen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Roxanne meint, dass das Bett nicht gemacht war. Ich wollte nur sagen, Sie machen Ihre Arbeit großartig. Oh, so viele Menschen vergessen einmal ein freundliches Wort zu sagen. Monsieur sind zu freundlich. Nicht der Rede wert. Nespa. Aber jetzt müssen wir noch mal kurz... Die Ereignisse haben sich jetzt ein bisschen überschlagen. Gabriel, du Idiot. Nachts pimperste mit Grace um. Endlich, nach zwei Teilen, im dritten Teil, am dritten Tag, ist es endlich soweit. Und am nächsten Morgen benimmst du dich wie... Wie... Ich kann das hier nicht sagen, das Wort. Ich will es hier nicht sagen. Gucken wir mal kurz hier rein. Ja, auf jeden Fall benimmst du dich nicht gut. Das ist zum Fremdschämen. Naja. Sehr seltsam, was da los ist in Wilkes Zimmer. Aber hier ist jetzt auch einmalig das Zimmer offen. Da gehen wir doch mal rein, würde ich sagen. Und, Entschuldigung, Roxanne? Monsieur Knight, brauchen Sie etwas? Ich brauche... Was? Ich brauche einen Kuss? Flirten. Das wäre jetzt noch... Ja, so ist der Gabriel aber. Hören Sie, Roxanne, meine Hose ist etwas schmutzig. Könnten Sie sie für mich reinigen? Oui, gewiss. Lassen Sie sie einfach hier. Irgendwie hatte ich gehofft, ich könnte darauf warten. Aber Monsieur... Dann hätten Sie ja gar keine Hose an. Nennen Sie mich Gabriel. Oh, Monsieur Knight, Sie machen Spaß. Ja, ich bin ein Scherzkeks. Ha, 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 ha. Oder ein Macho. Was ist heute Morgen los? Ich habe gesehen, wie Sie mit Jean gesprochen haben. Oh, Monsieur, ich mache mir große Sorgen wegen Mr. Wilkes. Diesen Morgen, sein Fenster, es ist weit offen und die Dinge in seinem Zimmer... Sie sind nicht richtig. Normalerweise finde ich beim Wäsche auf dem Boden, aber heute Morgen keine Spur davon. Sein Rasierer und seine Zahnbürste sind unbenutzt. Es ist, als sei er noch gar nicht aufgestanden, aber er ist nicht da. Oh, oh, hört sich ja schlimm an. Warum lassen Sie mich nicht einen Blick drauf werfen? Ich weiß nicht recht. Roxanne, das könnte etwas Ernstes sein. Mr. Wilkes würde wollen, dass wir nachsehen, ob er in Schwierigkeiten ist. Das denke ich auch. Deshalb bin ich zu Jean gegangen, aber er denkt, ich habe eine zu große Fantasie. Ich persönlich habe gelernt, eine Frau nie zu unterschätzen. Oh, Monsieur. Also gut, ich zeige Ihnen das Zimmer. Folgen Sie mir. Bitte, Monsieur Knight, wenn Monsieur Wilkes zurückkommt, sagen Sie ihm nicht, dass ich Sie hineingelassen habe. Mach ich nicht. Danke. Gut, jetzt können wir uns nochmal hier im Zimmer umschauen. Der Koffer ist auf. Das ist seine Kleidung, aber wo ist seine Ausrüstung? Da ist nichts als schmutzige Wäsche drin. Okay. Ein Schlüssel. Wilkes Schlüssel sind noch da, also kann er die Stadt nicht verlassen haben. Das ist ja... Ich brauche Wilkes Moped nicht. Er ist noch in der Stadt. Das Fenster ist auf. Es steht weit offen. Unheimlich. Erinnert mich an meinen Traum. Ja, stimmt. Ich sehe keine Spuren, dass das Fenster aufgebrochen wäre. Schauen wir hier auch nochmal rein. Wenn es so ist wie beim letzten Mal, ist da nichts drin. Das ist auch so.
Ja, mach's wieder zu. Also, ganz ernsthaft. Der hat den Raum doch... Das Bett können wir noch durchsuchen. Ungeplant verlassen, oder? Also, das ist doch keine geplante Abreise. Die Schlüssel sind sogar noch da. Alle Sachen. Aber die Ausrüstung... Die Federn sind etwas überstrapaziert, aber sonst... Ja, das hast du beim letzten Mal schon gesagt. Aber die Ausrüstung ist auch weg. Also das ist ein bisschen... Ich wüsste nicht, was wir jetzt noch durchsuchen. Das Bad vielleicht? Schauen wir mal. Aber nicht wirklich. Ist nichts hinzugekommen. Er sitzt auch nicht am Klo. Hallo Wilkes? Nein, er sitzt nicht am Klo. Okay. Dann sollten wir vielleicht mal... Können wir da jetzt immer rein? Ich probiere es mal. Abgeschlossen. Ah, wir hätten vielleicht das Schloss aufmachen sollen. Dann sprechen wir doch jetzt mal mit Mosley. Hat er ja angeboten. Der gute Freund. Hier rein. Ich höre. Nix. Lala. Schönes Bild. Lalala, lala. Naja, gut, komm. Also diesmal habe ich es wirklich geschafft. Ich wusste es. Ihr habt es getan. Das habt ihr doch, oder? Ja. Oh Gott. Ach komm schon. Wie wäre es mit etwas Unterstützung? Was ist denn eigentlich passiert? Als sie letzte Nacht weggegangen ist, wollte sie nichts mehr mit dir zu tun haben. Es war ein Unfall. Ja, klar. Du bist der einzige Typ, den ich kenne, der aus Versehen mit der hübschesten Frau im Umkreis von 50 Meilen ins Bett steigt. Was ist mit Madeleine? Was soll schon sein mit Madeleine? Meine Herren, du hast irgendwie Sprünge in deiner rosa Brille. Deine Bindungsangst schädigt schon deine Sehnerven. Grace ist hübsch. Sie ist nett, sie ist klug, sie hat Humor. Du solltest echt mal zum Psychiater gehen. Und ich sollte dir echt eine reinhauen, weil du ihre Gefühle verletzt hast. Hast du gesehen, was für ein Gesicht sie heute Morgen gemacht hat? Ach, vergiss es. Ich fühle mich auch so schon mies genug. Ich weiß einfach nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich meine, Herrgott, sie ist wie eine Schwester für mich. Ah, tja. Vielleicht solltest du mit ihr einfach mal über deine Gefühle reden. Dich mal so richtig aussprechen. Nee. Ich sag dir was. Tu einfach so, als sei gar nichts passiert. Oh. Echt? Tu einfach so, als sei nichts passiert. Versuch's. Okay. Ist das jetzt wirklich so ein toller Tipp? Mir fällt im Moment nichts ein, worüber ich mit Maus reden könnte. Zum Beispiel darüber, dass Wilkes weg ist. Aber dann halt nicht. Solltest du vielleicht auch mit Grace drüber reden? Oh, da ist das Klavierthema. Zum ersten Mal in diesem Teil. Ein Traum. Dass das Gabriel Knight Hauptthema, ich finde es super, über alle drei Teile hinweg kommt's vor. Großartig. Ich möchte Sie nicht in Ihrer Konzentration stören. Ist ja gut. Hast du hier noch was einzuscannen? Larry Sinclair. Und, ja, ist die Frage, ob man das auch einscannen sollte. Daten hinzufügen. Zack. Quiet. Larry Print. Gucken wir mal, ob wir den Reifenabdruck auch... Ich glaube nicht, dass ich das für Sydney einscannen muss. Nein. Okay, dann nicht. Aber wir werden natürlich noch Larry Chester, sprich Sinclair, Larry Print verknüpfen. So. Wir arbeiten ja ordentlich. Sonst scheint es hier aber dann doch nichts mehr zu geben. Mit der guten Grace will er nach wie vor nicht sprechen. Na gut. Die Frage ist, ob wir jetzt hier wahllos... Ich bin nicht sicher, was ich sagen soll, wenn er die Tür aufmacht. Nein, eher nicht. Okay, dann werden wir jetzt mal das Hotel verlassen. Wir können natürlich nochmal schauen, ob wir den
Prinzen erreichen. Mit dem haben wir lang nicht mehr telefoniert. Da ist die Nummer vom Prinzen. Ich brauche Prinz James im Moment nicht anzurufen. Nicht. Nein, dann machen wir das nicht. Okay. Dann unser guter Freund sitzt nicht hier. Dann gehen wir mal zum AB. Und ansonsten würde ich dann mal sagen, wenn wir einmal rund durchs Tal fahren. Einfach, weil mir sonst auch nicht wirklich viel einfällt, wo Wilkes sein könnte. Das Büro ist heute geschlossen. Auf dem Tisch liegen Broschüren, wenn Sie Informationen brauchen. Oh, okay, danke. Aber du bist doch da. Sehr nett. Sehr nett. Naja, egal. Schwuppdiwupp. Ich gehe die Harley holen. So soll's sein. Kleiner Tipp. Hier, es gibt zwei Stellen. Larry Chesters Haus und Lomort. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Das heißt, ich würde erstmal hier... Ah, guck mal, die beiden Damen. Oder zumindest eine der beiden Damen befindet sich hier. Ich weiß jetzt wieder nicht. Hier ging's hoch, ne? Hier ging's hoch, ja. Das war so ein versteckter Weg. Jetzt sind beide da. Ja, guten Tag. Morgen, Ladies. Oh, Sie sind es. Was machen Sie denn hier? Ich bin nur vorbeigekommen. Wie ich sehe, haben Sie Ihre Theorie eingeschränkt. Also wirklich. Manche Menschen haben auch nicht das geringste Taktgefühl. Schon gut, Lily. Quatsch. Ist es nicht. Wenn es Ihnen also nichts ausmachen würde, Mr. Knight, Estelle und ich sind aus privaten Gründen hier. Und wir brauchen weder Ihre Hilfe, noch wollen wir beaufsichtigt werden. Ich habe keine angeboten. Sehr gut. Dann verschwinden Sie. Los, los. Husch, husch. Mit anderen Worten, gehen Sie mir aus der Sonne. Warum soll ich mich so einer Demütigung aussetzen? Ja. Warum soll ich mich so... Ja, ist gut. Willst mit keinem sprechen, alles gut. Weiter. Dann fahren wir hier so lang. Zu L'Ermitage. Da, wo dieser Zettel geklebt war. Das war ja dann doch auch etwas Seltsames. Hier ist aber... Ist das Loch von Grace noch da? Wer hat hier draußen gegraben? Wilkes hat sich vorhin hier rumgetrieben. Er könnte es gewesen sein. Nein, das war jemand anders. Und woher willst du wissen, dass vorhin Wilkes hier war? Das wissen wir nicht. Das war nämlich Grace. Dann Teufelsstuhl. Jemand hier? Ich werde jetzt nicht bis zum Teufelsstuhl gehen, wenn hier kein... Hier ist niemand zu sehen. Na gut. Hier ist vermutlich auch niemand zu sehen. Ist ja noch verhältnismäßig früh am Morgen. So ist es. Dann kommen wir jetzt zum ersten Ort, wo wir hin müssen. Und da schauen wir uns natürlich mal etwas genauer um. Weil hier muss ja was sein. Aber parken tut hier trotzdem keiner. Was könnte hier denn noch sein? Ist hier. Hier ist was. Hier ist was. Das ist ein Fußabdruck in Wilkes Größe. Hier war er. Ah, shit. Ich habe Wilkes gefunden. Die Todesart kommt uns sehr bekannt vor. Armer Kerl. Er hat keinen Tropfen Blut mehr in sich, genau wie die beiden toten Freimaurer. Sie müssen ihn gestern Nacht aus seinem Zimmer gezerrt haben. Aber niemand hat etwas gehört. Wie haben Sie das gemacht? Und warum Wilkes? Ja, warum gerade der? Der größte Vollhonk der Reisegruppe. Durchsuchen wir ihn mal.
Das ist von Wilkes an seinen Verleger. Er muss Angst gehabt haben, jemand könnte es sehen. Darum hat er es mit ins Bett genommen. Offenbar hatte er Grund zur Paranoia. Das hast du schon... Sie müssen ihn gestern Nacht aus seinem Zimmer gezerrt. Ja, das hast du schon gesagt. So, dann, was ist das, der Brief, den wir kennen? Das ist der Brief, den wir kennen. Ich bin sehr glücklich, Ihnen mitteilen zu können, dass alles sogar noch viel besser... Nee, das ist nicht der Brief, den wir kennen. Dann lesen wir ihn mal. Also, verehrter Mr. Brockebank, ich bin sehr glücklich, Ihnen mitteilen zu können, dass alles sogar noch viel besser verlaufen ist, als ich es erwartet hatte. Ich kann Ihnen nicht nur die Existenz der Objekte bestätigen, sondern habe auch ein Höhlensystem gefunden, durch das wir vielleicht Zugang zu den Objekten erlangen können. Ich werde viele Fotos machen und komme unter Umständen kurz in New York vorbei, wenn ich hier fertig bin. So viel dazu. Ich wollte Sie nur wissen lassen, dass Sie sich mein Buch schon mal im Kalender vermerken können. Ich denke, wir sollten so schnell wie möglich damit rauskommen. Wissen Sie, hier wimmelt es nur so von Schnüfflern und ich will verhindern, dass die vor uns zum Ziel kommen. Sieht so aus, als könnte Wilkes doch auf etwas gestoßen sein. Ich frage mich, ob ihn das zur Zielscheibe gemacht hat. Vielleicht ist er aber auch nur über die falsche Stelle im Wald gestolpert. Nee, die Aufnahme. Die thermale Aufnahme. Hier ist übrigens das Blut von Wilkes. Entweder hat das Rote Kreuz hier einen Unfall gehabt, oder ich habe Wilkes fehlendes Blut gefunden. Letzteres. Lieber nicht, danke. Und hier musste er sich dann auch wieder hinknien. Abdrücke von Knien, genau wie auf dem Stuhl. Oh Gott. Sie haben Wilkes hier festgehalten, während Sie sein Blut abgelassen haben. Und er war nicht gerade klein. So fügt sich das Bild dann zusammen. Wir haben Wilkes gefunden. Das sollten wir wahrscheinlich Mosley sagen. Aber wir sollten uns vor allen Dingen klar machen, Wilkes war zu nah an der Lösung. Mit seiner Aufnahme des Hohlraums war er zu nah an der Lösung. Und den Hohlraum, den kennt Grace auch und hat ihn ja sogar mit Le Serpent Rouge schon auf die Karte gezeichnet. Wir kommen der Sache näher. Auf jeden Fall.